Gut, es ist 16:01 Uhr. Ich ergreife die Initiative und heiße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und alle Rednerinnen und Redner herzlich willkommen zur zweiten Edition des Sommerwebinars der Dutch Cycling and Museum. Das ist die zweite Ausgabe. Heute vergangene Woche haben wir bereits über Netzwerke gesprochen und heute wollen wir einen Schritt zurücktreten und uns das ganze große Ganze nochmal ansehen und die Sichtweiten und über Strategie, Visionen und aber auch konkrete Planungsprinzipien aus den Niederlanden zu sprechen. Ja, welche Grundsätze für Mobilitätsstrategien verfolgen unsere Kollegen in den Niederlanden? Und wir wollen aber auch einen Blick nach Deutschland werfen und haben daher das Panel verstärkt. Michael Klotz-Richter ist da und kann über Bremen sprechen. Und auch sonst ist unser Panel gewachsen und wir haben noch mehr Wissen und Expertise im Team. Und ich freue mich deswegen umso mehr, direkt zu beginnen. Mein Name ist Dagmar Köhler. Ich arbeite am Deutschen Institut für Urbanistik im Team der Fahrradakademie und moderiere die ganze Reihe dieser Webinare. Das Webinar heute wird aufgezeichnet. Alle Teilnehmenden sind gebeten, dass sie sich stumm schalten und das bitte auch so lassen, sonst haben wir so viele Hintergrundgeräusche. Fragen und Kommentare können Sie jederzeit im Chat stellen. Wir werden erst alle Vorträge hören und am Ende der Session die letzten 15 bis 20 Minuten dazu nutzen, Ihre Fragen zu beantworten. Wir wollen alle respektvoll miteinander umgehen und deswegen auch im Chat können gern Kommentare geliefert werden, gern mit anerkennender Sprache. Eine kurze Vorstellung von Lukas Harms, dem Direktor des Dutch Cycling Embassy, folgt jetzt. Danke, Dagmar. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an der von der Dutch Cycling Embassy initiierten Seminarreihe und herzlich willkommen zu dieser zweiten Sitzung. Mein Name ist Lukas Harms, ich bin der Direktor der Dutch Cycling Embassy und ich freue mich, heute nochmals so viele von Ihnen zu begrüßen. Für denjenigen, die die erste Themensitzung der letzten Woche nicht teilnehmen konnten: Dutch Cycling Embassy ist ein öffentliches, privates Netzwerk für nachhaltige Fahrrad-inklusive Mobilität. Wir repräsentieren das Beste, was Dutch Cycling zu bieten hat: Wissen, Erfahrung und Experten, die von 70 privaten Unternehmen, Stiftungen, Forschungsinstituten, nationalen und lokalen Regierungen angeboten werden. Unser öffentliches, privates Netzwerk der Dutch Cycling Embassy kann Sie unterstützen, um mehr Raum für Radfahrer in Ihrer Stadt zu realisieren. Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, wir können Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Wie können wir das tun? Wir können Sie die niederländischen Design erleben lassen durch den Empfang von Delegationen. Wir können mit Ihnen mitdenken durch das Angebot maßgeschneiderter Think-Bike-Workshops. Wir können mit Ihnen zusammenarbeiten, um lokale Projekte zu realisieren, durch die Anwendung der niederländischen Lösung auf lokale Kontexte. Und wir können alle Arten von Lernmodulen anbieten. Wir sind auch Covid-konform, indem wir virtuelle Radtouren, virtuelle Think-Bike-Workshops und virtuelle Seminarreihe anbieten, wie heute Mittag. Das Thema dieser zweiten Themensitzung sind die niederländischen Grundsätze der Verkehrsplanung und die Entwicklung einer städtischen Mobilitätsstrategie. Und ich denke, dass es wichtig ist, hier als Einleitung zu unterstreichen, dass aus unserer Erfahrung eine gute Strategie, um das Fahrrad zu einer dauerhaften Komponente im Mobilitätsmix Ihrer Stadt zu machen, ein Masterplan ist, der sich zusammensetzt aus Hardware, Software und Orgware. Hardware umfasst die materiellen, physischen Notwendigkeiten für das Radfahren. Software betrifft die menschliche Seite der Mobilität und Orgware den erforderlichen Kooperationsprozess zwischen allen Akteuren. In den heutigen Präsentationen werden diese Komponenten aufgegriffen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Inspiration bei den nun folgenden Präsentationen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank an die Dutch Cycling Embassy. Wir wollen keine Zeit verlieren und direkt in die Inhalte springen. Und zwar gehen wir zu Jörn Wemmenhofe. Er ist CEO bei Humankind. Und das ist ganz interessant. Nicht nur der Name ist interessant, sondern auch Humankind ist eine Agentur für urbanen Wandel. Der Inhalt von Jörns Vortrag wird sein, wie entwickelt man Langzeitstrategien, aber auch die Mechanismen, sie umzusetzen. Wir schauen also ganz strategisch und Jörn wird uns das auch am Beispiel Rotterdams erklären. Und wir haben noch ein besonderes Bonbon versteckt in kein Webinar gleich dem anderen.
Sie haben jetzt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben jetzt die Möglichkeit, testen Sie Ihr Englisch. Jörn wird auf Englisch präsentieren, das heißt, wir bieten hier nicht nur ein kostenloses Webinar mit ganz vielen Inhalten, sondern auch einen Sprachkurs noch hinzu. Alle Fragen können Sie trotzdem auf Deutsch stellen. Ja, lassen wir uns inspirieren. Jörn, the floor is yours. Dankeschön. Guten Tag, my name is Jörn Bemenov. I'm the co-founder and creative strategist at Humankind. For the record, I am not an urban planner. But we do have many urban planners in our team as well. I started my career in advertising and then set up a non-profit organization working with youngsters in Argentina. And that's why I speak much better Spanish than German. I'm very sorry about that. And then I worked for the Dutch Cyclists Federation, the Fietsersbond. The next 10 minutes won't be a sales pitch. And I won't be telling you today that you should only work and choose Dutch companies to solve all your cycling problems. But I do hope I will be able to explain how the companies part of the Dutch Cycling Embassy will be able to help you to create the best possible German approach to accelerate the Verkehrswende or mobility transition. Connecting all the amazing opportunities that you have in your country, like the pop-up bike lanes and also the political momentum, to make a real change and quite literally move in the right direction. Humankind is the agency for urban change. Even though change is the only constant in life, a normal thing, but it can be quite challenging. At Humankind, we work to create cities that are not just economic hubs, but places that create urban happiness for all, really truly inclusive places. And we are living in historic times in which we have the opportunity to make this transition to a system that puts sustainability and well-being central. And we can get there using the transport mode of the future, which the German Baron Karl von Reis invented 200 years ago, the bicycle. And not just because of the technical innovation. The strengths of the bicycle are also its weaknesses when it comes to bicycle planning. It has so many positive sides on social, environmental, sustainable, health, economic, well-being level, that city leadership often does not know how to handle it and only approaches it as one of the many mobility options. But there is something special about planning cities for bicycles. Good bicycle planning is always about working integrally by making connections. It is a radical choice for putting walking and cycling central in our mobility system, for putting the well-being of humans central. Baron Karl von Reis did not call it a Laufmaschine without a reason. Cycling is just a more efficient way of walking, and walking is natural to us human beings. Walking and cycling should be approached together, and mobility and urban planning should be as well. Mobility is not only about moving people from A to B, it is about creating great places. There is a big change needed in our thinking and doing. There is still a lot to do in making more politicians understand the power of cycling, in rethinking bicycle standards and getting rid of the vehicular cycling, vehicular cycling idea, training our design teams, finding ways to finance cycling differently, making cycling also a topic of the health department, etc. And all is important for a real transition. Creating long-term strategies and short-term actions, we can influence change. This method is called transition management and was developed by our academic partner DRIFT, the Dutch Research Institute for Transitions, part of the Erasmus University in Rotterdam. Transition management is at the core of how we work here at Humankind. On the left, you see the so-called transition X-curve, showing how an old system, for example, that based on fossil fueled energy, is on the way down, whereas the new system based on clean energy is emerging and becoming the new normal. Transitions are not just an update or an improvement of solutions that clearly do not work, but a completely new way of thinking and doing. We are based out of Rotterdam, working in many cities around the world. And Rotterdam may be the best city for German cities to learn from, not because it's the perfect cycling paradise, but because Rotterdam shares a similar path with many German cities. People sometimes joke that Rotterdam was destroyed twice, first during the war and then by our modernist architects.
We share this past of being rebuilt with a vision that puts car central. But Rotterdam is also a city of hope. The city, fortunately, is changing rapidly over the last years. The model share of cycling is going up quickly in a relatively short period of time. Rotterdam is able to do so not only by improving the hardware, but also working on software and orgware. And in 2018, the municipality called us to create the bicycle vision for the city. They did not want a technical story, but a vision and a strategy that connected the different domains, showing how the bicycle can unleash the sustainable change that different departments were already working on. This image here at the left side was the central part of the centrally planned Umgebungsvision, or in Dutch, Omgevingsvisie. Our goal was to make cycling accelerate the compact, productive, circular, inclusive and healthy city. The bicycle vision is a very integral activating work that combines spatial input and innovation with a narrative for change, a story that activates people. The transition is really happening, which makes big plans to completely rethink plazas, as you can see at the right side, this is where our office is located, happen. So this is really paying off. Involving new people in the world of mobility, showing its importance in city development, has proven a very fruitful approach. In the so-called Mobiliteit Arena, different stakeholders were connected, grassroots organizations, with politicians, with business people, and other front runners and innovators. And the result is a more citywide interest in sustainable mobility, more support, trust, and collaboration. Participation and co-creation is a very important part of our work, as is tactical urbanism. The bicycle vision also brings together different tactical programs we have been working on over the last years. Mobility is something that people do not always consider important, but people do get the importance of public space. And showing how different modes of transport make our public space better and our businesses thrive is a great way to create change, turning even the biggest opponents into supporters. We created modular parklets, showing people on how on-street parking spaces can be transformed into pop-up parks. And people do not realize that streets are part of public space, and that in many cities, up to 50% of the public space is mainly used for cars. But our intervention showed that even the coldest Dutch people get out to play or have lunch in the street. We just need to look at our streets and use them in a different way. We're currently working with a partner in Berlin to create a parklet program there as well, and have been even approached by a German car manufacturer to team up. So let's see. Since Rotterdam is a very international city, many Rotterdammers are not used to cycle. And through programs, we continue to fuel the so-called Dutch bicycle culture, whether that exists or not. That culture does not happen magically. It clearly needs maintenance. And some years ago, we set up the program Fietsen op Zuid, when we analyzed that on Rotterdam South Bank, quite few people cycled compared to the rest of the city. It also is the most socially challenged part of the Netherlands. We showed how the bicycle has an incredible potential to help improve citizens' socioeconomic situation and kickstart a new bicycle culture. And we also work in Tel Aviv, where we are involved in creating the new bicycle strategy, both working on the long-term vision for the city and the short-term through tactical urbanism. Maybe you have already seen some of the images of the pop-up bicycle lanes over there. I believe it's the strength of the Dutch Cycling Embassy that together we can really translate all the knowledge on active mobility to the local context. It really is empowering to share best practices from the Netherlands and help cities to understand how they can learn from the best, but maybe making it even better, adjusting it to the local situation. As I said before, it's important to create a narrative for change, a story that activates people. Each city has its own. Cycling can be part of the energy transition, help fight poverty and inequality, grow tourism, densify the city, and invest in the well-being of all Germans. Combining the Dutch cycling knowledge, using the power of German engineering, I'm sure it will be a great story. Let's write it together. Dankeschön.
Thank you very much, Jorn. These are fascinating insights. Die Story von Rotterdam ist absolut faszinierend in den letzten Jahren. Immer wieder im Zentrum als Leuchtturm der europäischen Städteentwicklung gesehen und zu ganz verschiedenen Themen, ja, vom Radverkehr, aber auch was den emissionsfreien Lieferverkehr betrifft, zum Fußverkehr seit neuestem. Von Rotterdam können wir sicher sehr viel lernen. Vielen Dank, Jorn. Danke. Herzlich willkommen an die weiteren fast 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die inzwischen hinzugekommen sind. Wir gehen direkt weiter im Programm und zwar schauen wir jetzt auf die ganzheitliche Planung der Mobilität. Von der Vision und der Strategie zur Planung berichten uns Manuela Studer und Richard Terravest von Roda Belgofeng. Manuela ist Schweizerin und lebt in Den Haag, war vorher in Kopenhagen und Göteborg und ist Raumplanerin bei Roda Belgofeng. Und ihr Kollege Richard ist Verkehrsplaner und Sie kennen ihn vielleicht aus Mannheim, als 200 Jahre Fahrrad gefeiert wurden, da war er bereits Redner. Und Richard hat auch praktisch in Deutschland gearbeitet. Im Ruhrgebiet hat er mit deutschen Partnern zusammen Radschnellwege geplant, auch in Bonn, Köln, den multimodalen Plan zur Bahn-Zug-Mobilität bearbeitet und auch in den USA Think-Bike-Workshops gemacht und Mini-Holland-Schemes in London, wie ich vorhin noch lernen durfte, das sicherlich auch vielen ein Begriff ist. Manuela und Richard werden uns jetzt was zu den Prinzipien erzählen, die zu einem gut abgestimmten multimodalen Verkehrsnetz führen, damit am Ende attraktive, lebenswerte Städte entstehen. Bitteschön. Ja, danke, Dagmar. Ich wollte mal versuchen in Deutsch. Meine Großmutter kommt aus Münster. So Gautapel ist ein Office, wurde begründet von Professor Henk Gautapel, lange her. Wir sind mit 52 Mitarbeiter und wir haben innovative Konzepte und Tools wie ABC-Zonierung, die Move-Miete und Houten als Fahrradstadt Nummer 1. Wir haben Projekte gemacht zusammen mit deutschen Partners in Berlin, Köln, Bonn und Westmünzland. Und wir haben ein Radschnellwege-Handbuch gemacht, zusammen mit BAST. Ein Beispiel von Houten, wenn Sie in die Nähe sind von Houten oder Utrecht, ist sehr interessant. 35.000 Einwohner, die Fahrradrouten sind direkt und die Autorouten sind indirekt via die Ringstraßen. Es sind keine Unfälle und es sind 25% weniger Autofahrten. Dann Berlin. Im Juni haben wir ein Webinar organisiert, zusammen mit APPM, über Design von Kreuzungen. Und nächste Woche ist in die Sommerserie ist eine zweite Aufgabe für technische Design von Kreuzungen. Ja, in Münster habe ich ein E-Book Bikebook gekauft, ist ein deutsches Buch und ja, 10 Vorteile von Fahrradfahren: Erreichbarkeit, gratis parken, Geld sparen, frische Luft, Unabhängigkeit, Gesundheit, Umwelt, Identität. Jeder hat Zugang und es ist sehr einfach. So, sie haben mehr Vorteile, als wir haben in Holland. Es gibt viel zu tun in Deutschland, überall. Ja, von warum bis wie? Eine der Think Bike Workshops in 2011 haben wir Designs gemacht in 2 Tagen zusammen mit der Stadt und den NGOs. Und das Resultat war von 5 auf 3 Autospuren, mehr Raum für Menschen, keine Barriere mehr. Und in 3 Monaten war das realisiert. Okay, Manuela. Ja, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Wir sind uns alle einig, dass eine Verkehrswende notwendig ist, wenn wir nachhaltige Städte mitgestalten wollen. Unser Ansatz ist die multimodale Mobilität. Das heißt, wir wollen die verschiedenen Modalitäten miteinander entwickeln und nicht gegeneinander. Das heißt, sie müssen gut miteinander korrespondieren und aufeinander abgestimmt sein. Das benötigt dann einen Quantensprung für das Radfahren. Aber wie machen wir das? Grundsätzlich sehen wir den Straßenraum als öffentlichen Raum, der verschiedene Funktionen hat und verschiedene Werte darstellt. Mobilität ist ein Teil davon. Neben
der Mobilität gelten Werte wie wirtschaftliche Vitalität, Klimaanpassung, räumliche Qualität, aber auch soziales, gesellschaftliches Verhalten und die Gesundheit. Die Mobilität trägt dazu bei. Wir sehen also die ganzheitliche Mobilität als einen Schlüssel für lebenswerte Städte. Im Folgenden werden wir folgende Grundsätze und Prinzipien für Mobilitätsstrategien vorstellen, die wir anwenden. Ich gehe gleich weiter zum Zielbild, zum ersten Punkt. Wir glauben daran, dass es wichtig ist, die komplexen Zusammenhänge, die komplexen Ziele, die geschaffen werden, verbildlicht und veranschaulicht werden in einem Zielbild, einer Visualisierung dieser komplexen Zusammenhänge. Es wird damit viel besser verständlich, was wir sagen wollen. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, was im Text steht, kann jetzt verortet werden, wo soll was gemacht werden und wie. Das Resultat daraus sollen integrierte Netzwerke sein der verschiedenen Verkehrsträger. Daraus im folgenden Schritt dann können zusammenhängende Maßnahmen abgeleitet werden und definiert werden, anstatt verstückelte Maßnahmen hier und da zu haben, die irgendwo aus den Zielen abgeleitet worden sind, aber in der Gesamtheit keinen Sinn ergeben. Somit kann ein integriertes Netzwerk entworfen werden. Ja, eine Pyramide, die auch an die Maslow-Pyramide erinnert. Zuerst werden die Grundbedürfnisse befriedigt. Das soll auch so beim Fahrradfahren sein. Zuerst sollen sichere Fahrradnetze gestaltet werden. Bestehen diese, kann weitergearbeitet werden, bis schlussendlich an der Spitze oben die Fahrradfahrer zum Radfahren eingeladen werden und sie Radfahren wollen, weil es so attraktiv ist und besser und einfacher als zum Beispiel Autofahren. Von diesem Wagen zum Wollen kann so aussehen, das ist ein Bild aus Den Haag im Zentrum, dominiert von den Autos, ÖV ist auch dabei. Heute sieht es ganz anders aus, es ist umgestaltet, die Straßenbahn ist im Untergrund, das hat Raum gegeben für die Fahrradfahrer und die Fußgänger, die jetzt das Zentrum genießen können, für eine vitale Innenstadt. Wir arbeiten ebenfalls mit der ABC-Zonierung. Im räumlichen Kontext bedeutet dies, dass im Zentrum oder in der Innenstadt gilt die Zone A, im Umfeld die Zone B und im ländlichen Raum die Zone C. Diese Zonierung hilft, weil sie Grundprinzipien, Leitprinzipien mitbringt, die besagt, wer wo Priorität hat. Im Zentrum denken wir, dass das Fahrrad und der Fußgänger Vortritt haben, die haben Priorität und das Auto und der öffentliche Verkehr sind zu Gast. In der B-Zone ist es ein Nebeneinander, eine gute Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Und in der Zone C empfehlen wir eine Trennung der Netzwerke, also physisch voneinander getrennt, weil die Geschwindigkeiten hier hoch sind, das Verkehrsaufkommen ist hoch, das ist sicherer und auch attraktiver für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer, getrennte Netzwerke zu benutzen. Hier ein paar Beispiele der verschiedenen Zonen. Hier sehen wir Rotterdam noch einmal, der Hauptbahnhof hier, klar autodominiert. Der wurde komplett umgestaltet und jetzt haben die Fußgänger ihren Platz hier. Die Fahrradfahrer haben ebenfalls einen guten Zugang. Und somit ist jetzt ein freundlicher Empfangsbereich für die Stadt entstanden. In der B-Zone, das Nebeneinander der Verkehrsteilnehmer, das ist möglich, die sicher zu gestalten und auch attraktiv, ohne große Barrieren zu haben. In der C-Zone, wo die verschiedenen Verkehrsnetze optimalerweise getrennt voneinander werden, ist es somit auch möglich, dass alle auch hier in diesem weiteren Umfeld teilnehmen können mit einem Fahrrad am Verkehr. Die soziale Sicherheit soll gewährleistet werden, auch in Unterführungen, beispielsweise mit guter Beleuchtung. Landmarks helfen zur Orientierung. So kann es aussehen. Hier ein Beispiel aus Utrecht. Wenn die Modalitäten untereinander gut abgestimmt sind, dann ist der beste Fahrerplan auch ein Autoplan, von dem auch das Auto oder der Autofahrer profitieren. Im linken Bild sehen wir die rote Ringstraße. Hier wird der Autoverkehr gebündelt und aus dem Zentrum rausgeholt. Im Zentrum entsteht dadurch Platz, das ist hier grün markiert, für die, in erster Linie für die Fußgänger und die Fahrradfahrer.
Das muss natürlich gut aufeinander abgestimmt sein, damit dann auch die Autofahrer gut das Zentrum erreichen können, mit beispielsweise Park and Ride. Rechts sehen wir das, die grauen Punkte sind die Punkte, wo sich der öffentliche Verkehr und der Radverkehr treffen mit Bike and Ride. Diese Abstimmung ist sehr wichtig, damit es ein zusammenhängendes Netz gibt, das anwenderfreundlich und einfach zu benutzen ist. Ähnlich und in etwas kleinerem Maßstab hier ein Beispiel aus Deutschland. Auch hier ist die Kombination von Bahn und Fahrrad sehr wichtig, mit Bike and Ride an Knotenpunkten, um die Stadt gut zu erreichen. Dann wieder zurück zu Richard. Ja, danke. Etwas mehr über Technik und der Move-Miete. Die 5 Hauptanforderungen für Fahrradnetze. Ich denke, Sie wissen das schon. Kohärenz, Direktheit, Verkehrssicherheit, Komfort und Attraktivität. Die direkte Route ist nicht immer attraktiv. Das ist ein Untersuch in Utrecht. So die längere Route ist gewährt für durch 85% von den Leuten. Es ist eine schönere Route entlang das Wasser. Das beste Fahrradplan ist ein Autoplan. So das Bild rechts ist das großmaßige Autonetz in schwarz und in rot kleinmaßig für das Fahrrad. Und die Typen Maßnahmen sind abhängig von der komplexen Situation und Konflikte. Und links das Radnetz Tempo 30 Zone und Straßennetz ergänzen sich. Für Fahrrad sind schnelle Routen, direkte Routen wichtig. Auch die soziale Sicherheit, Zusammenfahren und attraktive Umgebung. Ein Beispiel von Region Den Haag, wo 10 Städte und Gemeinden haben gearbeitet, mit Radschnellwege entlang der Verkehrsstraßen oder durch die Tempo 30 Zonen. Die schwarzen Punkte sind Knoten mit Fazilitäten für Parken. Und hier sind einige Beispiele für Mobilitätshubs mit hochwertigen Fahrradplätzen. Ja, wie viel Kapazität hat eine Straße? Eine Straße von 3,5 Meter Straßenbreite, das ist gut genug für 2000 Autos und 14.000 Fahrräder. So, wenn die Fahrräder genug Infrastruktur zurückkriegen, dann ist die Erreichbarkeit besser in der Stadt. Ja, der Potenzial für Fahrradkurzstrecken, das Grün, das sind die Anteile Fahrräder nach Entfernung, so 40% bis zum 5 Kilometer ist das in den Niederlanden und andere Städte wie Austin, Texas, sagt, okay, wir sind 15% ist erreichbar für uns und für die längere Entfernungen 7%. Ja, der Move-Meter, das ist ein innovatives Web-based Tool, basiert auf einem normalen Verkehrsmodell in ihren Städten und Regionen. Es ermittelt Potenziale für Radverkehr, es evaluiert Maßnahmen für Straßenprofile und Geschwindigkeiten und es berechnet Effekte der Maßnahmen für Geschwindigkeit und CO2. Beispiele von MoveMeter in Westmünsterland. Wir haben das gebraucht für die Prognose für die RS2 Borken-Kursfeld. Und das andere ist, ja, nächste. In Austin, Texas mit 800.000 Leuten. Kurze Autofahren sind visuell gemacht durch die MoveMeter und die City sagt, oh, wir müssen investieren in die Nord-Sol-Radwege. Und das Effekt ist wenig gestaut. So Investition in Radverkehr ist auch gut für Autoverkehr. Ich glaube, das ist ein guter Bericht auch für Deutschland.
Ich habe eine Folgefrage, das ist auch gut für mich. Schlussforderungen. Verkehrswende ist notwendig und möglich. Lebenswerte Städte und Dörfer durch multimodale Planung von Zielen bis Visionen und Netze bis Maßnahmen und Unterstützung mit einfachen Tools beschleunigen dieses Prozess. Danke sehr. Vielen Dank, Richard. Vielen Dank, Manuela. Weltweite Expertise in Städten mit ganz verschiedenen Voraussetzungen. Sehr spannend. Wir wollen jetzt aber noch einen Blick darauf werfen, wie die Situation sich mit Deutschland ins Verhältnis setzt. Und da berichtet uns Burkhard Sturk, der Geschäftsführer, Bundesgeschäftsführer vom ADFC. In der Zwischenzeit nochmal die Erinnerung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihre Fragen können Sie direkt in den Chat schreiben, denn wir bewegen uns zunehmend auf die Fragerunde hin. Burkhard, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Reflexion war mein kurzer Beitrag überschrieben. Ich will tatsächlich versuchen, das, was wir gehört haben, zu reflektieren darauf hin, was denn jetzt in Deutschland notwendig ist und warum wir tatsächlich überhaupt über diese Themen sprechen. Diese Folie, die Sie jetzt sehen, habe ich in der letzten Woche schon mal gezeigt. Ich habe erklärt, was das Klimapaket der Bundesregierung ist. Ich will zur Erinnerung es nochmal sagen. Wir haben 670 Millionen für die Kommunalebene im Topf, die ausschließlich auf der Kommunalebene für kommunale Radverkehrsinfrastruktur verbaut werden kann. Für die vier Jahre 2020 bis 2023, mehr als ein halbes Jahr von diesen vier Jahren ist vorbei. Also 3,5 Jahre, in denen sehr viel Geld zur Verfügung steht, um wirklich etwas zu tun. Ich habe Ihnen in der letzten Woche gesagt, das wäre einmalig und es gäbe kein anderes Land, das ein solches schnelles und ambitioniertes Programm hätte. Das war am letzten Donnerstag auch noch vollkommen richtig. Jetzt stimmt es nicht mehr. Es gibt ein zweites Land, das mindestens genauso ambitioniert jetzt vorangeht. Das ist Großbritannien. Am vergangenen Montag hat Boris Johnson mit all der Wucht, zu der er fähig ist, positiv wie negativ, einen Programm seiner Regierung vorgelegt, dass jetzt richtig was passieren soll im Radverkehr. Johnson war in der ihm eigenen Sprache wirklich kräftig. Der Plan hat das Ziel, den most radical change to our cities since the arrival of mass motoring zu machen. Also er will richtig heftig an die britischen Städte dran, an die englischen Städte. Was ist Gear Change? Ein Fünfjahresprogramm hinterlegt mit 2,2 Milliarden Euro. Es sollen Tausende auf Protect Cycle Routes gebaut werden. Eine klare Priorität, Platz an Road Space von Cars to Cycles zurückzugeben. Besonders wichtig ist aus meiner Sicht der letzte Punkt. Es soll für Großbritannien noch ganz unüblich sehr viel höhere verpflichtende Standards im Infrastrukturdesign geben. Die britische Regierung tut das, was die deutsche Regierung nicht tun kann, weil wir eine andere Verfassung haben und anders aufgestellt sind. Sie verbindet das Geld ganz eindeutig mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an Infrastruktur und sie verbindet es mit einer mandatory Ära, also mit einer verpflichtenden Ära, Ära in Anführungsstrichen, einer Leitlinie, die ebenfalls am vergangenen Montag erschienen ist, 180 Seiten, eine neue britische Ära, die noch nicht perfekt ist, noch nicht ganz holländisch ist, aber die deutliche Schritte geht. Warum erzähle ich Ihnen das? Achso, letzt nochmal, klare Prinzipien, Cycling from A to AT ist, der Plan kennt 22 Prinzipien, die eingehalten werden müssen im Grundsatz über die 180 Seiten Ära hinaus, damit es überhaupt Geld geben kann. Der Plan hat diese wunderbare Zeichnung Key Design Principles innen drin, da sind holländische Grundsätze mit internationaler, nordamerikanischer und auch deutscher Erfahrung verknüpft. Und es gibt eine, wie ich finde, wunderbare Übersicht, ist die eine der besten Übersichten, die es zu diesem Thema je gegeben hat. Warum erzähle ich Ihnen das? Was die britische Regierung jetzt getan hat, ist eigentlich genau das, was die deutsche Bundesregierung gerne tun würde, vor allem aber das Verkehrsministerium und die Arbeitsebene, nämlich das Geld, was jetzt da ist, die 670 Millionen, wirklich an sehr, sehr harte Kriterien guter Radverkehrsinfrastruktur zu knüpfen. Ich hatte Ihnen letztes Mal auch diese Folie schon gezeigt. Es geht, das Geld ist für Radverkehrsnetze gedacht. Die sollen entstehen aus Fahrradstraßen und geschützten Radwegen, der Umwandlung von Fahrstreifen und den verkehrssicheren Umbau von Knoten. Also eine hohe Infrastrukturqualität, die aber in kurzer Zeit erreicht werden soll. Das ist die Grundidee dessen, was die Bundesregierung da gemacht hat.
Ich habe Ihnen auch letztes Mal gesagt, dass die Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung noch aussteht. Das hat sich auch seit der letzten Woche nicht geändert, auch wenn ich habe die Nachtigall trapsen hören, dass offensichtlich im August oder September jetzt die ersten Schritte dann mit den Ländern diskutiert werden. Diese Vereinbarung wird auf keinen Fall so klare Vorgaben machen können wie in Großbritannien, aber es ist eigentlich das, was diese Verwaltungsvereinbarung tun soll. Und deswegen ist es mir wichtig, das Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Städte, schon mal deutlich zu sagen. Das Geld wird daran gebunden sein, nach allem, was wir wissen, dass es flächendeckende Radverkehrsnetze geplant werden. Drei alte Planungen für irgendwelche Einzelradwege aus der Schublade zu holen, wird nicht reichen, um das Geld zu bekommen. Es wird nicht reichen, 5 untermaßige sogenannte Schutzstreifen in irgendeine Doring Zone neben geparkte Autos zu malen. Das ist ausdrücklich, wird es drinstehen, dass es um hohe Anforderungen an die Infrastruktur für sicheren und attraktiven Radverkehr gibt, für Linienführung, Querschnitte, Knotenpunkte. Wir gehen fest davon aus, dass ebenfalls drinstehen wird, dass bevor, und jetzt merken Sie, warum das gut zur heutigen Sitzung und zur Sitzung letzte Woche passt, bevor eine Stadt tatsächlich in die Förderung gehen kann, eine solche Stadt ein integriertes Verkehrskonzept oder mindestens ein Radverkehrskonzept braucht. Jetzt wird es viele von Ihnen geben, die die Augen verdrehen und sagen, das haben wir seit Jahrzehnten. Es gibt 11.000 Städte in Deutschland. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Mehrheit von denen tatsächlich sowas wie ein Radverkehrskonzept hat. Wir haben nicht den Eindruck, dass die Mehrheit von denen, natürlich alle großen Städte und einige besonders engagierte, aber nicht die Mehrheit von denen tatsächlich da ist, wo sie sein müssen, wenn es darum geht, aus diesem Geld Förderung zu bekommen. Wir haben mal ganz naiv und idealtypisch und völlig vereinfachend aufgeschrieben, was aus unserer Sicht eine Stadt, die so gar nichts hat, vielleicht gibt es die gar nicht, aber eine Stadt, die gar nichts hat, tun muss, um die Schritte hinzumachen zur feierlichen Eröffnung per Volksfest und Ribbon-Cutting des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Das wird in keiner unserer Kommunen tatsächlich so eins zu eins passieren, aber das soll nochmal klar machen, auch für die Nicht-Expertinnen und Experten, welche Schritte auf welche folgen müssen. Für uns ist es wirklich zentral, aus unserer Sicht als ADFC mit dem Überblick auf alle Städte, die wir haben, ist, dass wir jetzt die Städte, die Ambitionen haben, in den nächsten 4 Jahren aus dem Klimapaket Geld zu bekommen, überprüfen, ob sie ein Radverkehrskonzept haben und ob das auch zeitgemäß ist. Ein Radverkehrskonzept aus den 80er oder 90er Jahren, wo drin steht, wir freuen uns über jeden Radfahrer und der soll auch fahren, wo er will. Radwege sind schlecht oder irgendwie so ein Kram, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir glauben, und das haben die holländischen Kollegen und die niederländischen Kolleginnen und Kollegen ja auch gerade gesagt, wir glauben, dass das relativ schnell gehen kann. Wir glauben nicht, dass man jetzt noch 5 Jahre braucht und das ganz neu erfinden muss. Wir glauben, dass die Ideen, die die holländischen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt haben, verbunden mit einem klaren Bekenntnis, ja, unsere Stadt will Radverkehr für alle gestalten, ein ausreichendes Radverkehrskonzept ist und es muss keineswegs 5 Jahre dauern, das zu machen. Das kann in 5 Monaten passiert sein mit guter Hilfe. Das zweite Thema, und das ist uns besonders wichtig, ich habe es mehrfach jetzt gesagt, die Bundesregierung wird Netze fördern. Und vielleicht schaffen wir es, oder ganz sicher schaffen wir es nicht in den 3,5 Jahren und von dem Geld die Netze zu bauen, aber die Bundesregierung wird die Förderkriterien so machen, dass sie eine Netzidee sehen will. Das heißt, Städte, die jetzt keine Netzidee haben, Städte, die nicht einen Plan vorlegen können, wo sie sagen können, so soll unser Netz aussehen, werden es schwer haben und die müssen jetzt anfangen. Dabei geht es überhaupt nicht um Detailplanung, verwechseln Sie das nicht. Es geht um Grundsätze, es geht um die wichtigsten Quell- und Zieldinge. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit Schulen und Kitas um. Und jetzt diejenigen von Ihnen, die große Städte vertreten, haben sowas häufig schon. Und diejenigen von Ihnen, die kleine Städte vertreten, können, glaube ich, sehr schnell sehen, das ist nicht Rocket Science, das ist was, was man in einem relativ knappen Zeitraum machen kann, besonders auch mit Hilfe durch ein gutes Büro. Übrigens wird die Förderung auch aus dem Klimapaket auch dafür da sein. Das kann gehen und dann kann man das mappen. Wir sind ganz sicher, dass das vernünftig und schnell gehen kann. Vor allen Dingen, wenn Sie das, was es auf der Welt, vor allen Dingen in Holland an Erfahrungen gibt, schon nutzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt, sobald dieses wunderbare Webinar vorbei ist, geht es dann los.
Vielen Dank, Burkhard, für diese Einblicke und die Einordnung des GearChange-Programms auch aus Großbritannien, das du jetzt quasi als die britische Schwester des Klimapakets präsentierst. Das heißt, ja, die britischen Städte werden vor ganz ähnlichen Herausforderungen, Problemen und Fragen stehen wie wir in Deutschland. Das sieht eine Verbrüderung mit den britischen Städten auch über EU-Außengrenzen in Zukunft hinweg vor. Und daher nochmal besonderen Dank an Jorn für dieses Englisch, für die Englischstunde heute. Wir wollen, bevor wir Ihre Fragen adressieren, noch einen Blick in die deutsche Praxis werfen. Und zwar Michael Glotz-Richter ist Referent für nachhaltige Mobilität in der Freien Hansestadt Bremen. Mit Sicherheit vielen hier im Webinar bekannt, denn Michael arbeitet im Sandwich zwischen den Treibern der großen Ziele und der Vision und der Übersetzung dessen in die ganz konkreten Pläne. Denn der Teufel liegt im Detail, wie uns bekannt ist. Und Michael berichtet uns, unternimmt uns mit auf eine Bilderreise durch Bremen. Wir folgen dir. Ja, dankbar. Vielen Dank. Auch vielen Dank an alle anderen. Bremen und Sandwich, also Bremen ist ja auch so eine Sandwich-Situation zwischen den Niederlanden und dem Rest von Deutschland. Und was wir auf jeden Fall immer nutzen, das ist die Nähe, die wir haben zu den Niederländern, zu unseren Freunden und Kollegen auf der anderen Seite der Grenze, zum Beispiel durch einen Austausch sehr intensiv mit der Stadt Groningen. Und wir machen zum Beispiel auch gemeinsame EU-Projekte, also ganz aktuell zum automatisierten Fahren und zu urbaner Logistik. Also da sind Dinge auch am Laufen und das darf man nicht unterschätzen. Und ich empfehle allen Kolleginnen und Kollegen, hierbei auch Politik und Medien mit einzubinden in diesen Austausch. Direkt zu Bremen. Bremen hat 25% Radverkehrsanteil und damit von den deutschen Großstädten den höchsten Anteil des Radverkehrs bei den Städten über 500.000 Einwohnern. Und wenn es darum geht, dass der beste Fahrradplan auch ein Autoplan ist, dann sieht man hier so ein bisschen die Auswirkung. Bremen ist unter diesen Städten auch die Stadt mit den niedrigsten Belastungen an Stickoxiden. Wir erfüllen die europäischen Qualitätsanforderungen und auch die deutschen natürlich. Und daher die Debatte, die in vielen anderen Städten sehr prägend ist um Dieselfahrverbote, die hat es hier in Bremen gar nicht gegeben. Bremen ist auch eine Stadt, das sehen viele Menschen hier nicht ganz so, die relativ wenig Stau hat. Und das ist untersucht worden mit den Daten von hier. Und auch da liegen wir ähnlich drin. Und das ist relativ logisch, weil das Fahrrad eben sehr flächeneffizient ist. Ich will damit sagen, dass man eigentlich immer gute Argumente dann findet, wenn man so eine Daten hat und nachweisen kann, dass eben das Fahrrad oder die Radverkehrsförderung auch dazu beiträgt, dass insgesamt der Verkehr eben deutlich effizienter funktioniert. Von daher ganz logisch, dass der Radverkehr ein zentraler Aspekt des Verkehrsentwicklungsplans ist. Und wer Lust hat, kann mal auf diesen Link gehen und gerade die aktuelle Beteiligung zur Fortschreibung sich anschauen. Im Zusammenhang Netz gibt es also einen abgestuften Angang, der reicht dann von Quartierszusammenhängen bis zu regionaler Einbindung mit sogenannten Fahrrad-Premium-Routen. Das Wort Fahrradautobahn war hier nicht erwünscht und daher der Begriff Premium-Routen. Und dann hat man durchaus schon Teile, wo man die Qualität sehen kann. Interessanterweise auch, wenn man so ein bisschen sich die Vergangenheit anguckt, man sieht, dass auch Dinge, die eben vor 10 Jahren noch Vorreitersituationen hatten, heute doch durchaus Substandard schon geworden sind. Also man muss sich ein bisschen was trauen und machen. Und hier sehen wir mal so eine Situation vorher und so eine Situation nachher. Und dann kann man natürlich auch streiten, wie protected ist dann diese Bike Lane, diese Fahrradspur. Aber es ist, das ist mein täglicher Nachhauseweg, das ist schon ein deutlicher Qualitätsgewinn. Ganz aktuell die Debatte um weitere Ausweitung. Hier eine Straße, die derzeit zwei Fahrspuren, also je eine in jeder Richtung hat. Eine soll umgewandelt werden in den Teil einer Premium-Route. Und dann gab es dann sofort die Konflikte, hat die Handelskammer Mosert. Hier, das ist dann der Kommentar der Bild-Zeitung. Also Sie sehen, dass auch in Bremen die Konflikte nicht anders sind und wir durchaus da nicht immer durch leichtes Fahrwasser steuern müssen. Bremen hat vor ziemlich genau 3 Wochen die erste deutsche Fahrradzone eingerichtet
Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich das mal anguckt, sind 12 Straßen, 2,5 Kilometer Weite. Man hat Straßen gut befahrbar gemacht, Gehwegnasen etc. pp. Und eine Sache, die mir in den bisherigen Vorträgen ein bisschen kurz kam, jede Fahrradfahrt startet ja irgendwo, nämlich die meisten zu Hause und enden dort. Und das Thema Fahrradabstellen in solchen Quartieren ist auch wichtig. Und da kommen wir eben zur Lösung, wo es klar ist, wir müssen Flächen, die heute Pkw oder die bislang Pkw parken waren, umwandeln. Und das ist ein ganz klassischer Konflikt. Da muss man dann auch sehen, dass man sehr emotionale Aspekte anspricht bei den Leuten, die dort wohnen. Und auch da entsprechende Strategien entwickeln. Hier sehen wir die klassische Situation. Vorher 15 Jahre Gebiet, keine Fahrradabstellmöglichkeiten in den Häusern. Das war dieses Fahrradmodellquartier vorher, hier auch vorher. Jeder Pfahl wurde genutzt und dann haben wir Gehwegnasen eingerichtet und über 600 Fahrradparkabstellmöglichkeiten eingerichtet und sehen jetzt schon, dass wir mehr brauchen und sind dort auch wieder in Gesprächen mit dem Stadtteilbeirat, der sowas ja auch politisch beschließen muss. Ein Sahnehäubchen des Fahrradmodellquartiers ist die Querung einer Hauptverkehrsstraße mit einer ÖPNV-Achse drin, mit einem besonderen Bahnkörper und allen Dingen, die damit zusammenhängen und eben 4 Fahrspuren vorher und so sieht das dann heute aus. Wir haben in der Mitte eine Signalsicherung rot aus und sichere Aufstellflächen. Also das ist ein absoluter Gewinn und das ist dann auch so eine Sache, wo sich dann Dinge zusammenfinden müssen, dass man die ÖPNV-Förderung nicht gegen die Fahrradförderung ausspielt. Insgesamt ist das Fahrradmodellquartier ein Sahnestückchen, eine wirkliche Festtagstorte und man kann sagen, da sind Sahnehäubchen drin, aber eben auch wie diese Festtagstorte sind die Zutaten letztlich völlig profan. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir eigentlich den Katalog im weitesten Bereich haben und uns einfach trauen müssen, zu machen und umzusetzen und da auch die in die Konflikte reinzusteuern. Ich habe es angesprochen, der Flächenverbrauch ist ein Riesenproblem, noch getriggert, dass die Autos immer breiter werden oder beziehungsweise immer breitere Autos gekauft werden. Die Feuerwehr kommt zum Teil nicht mehr durch, also Rettungssicherheit ist nicht gewährleistet. Und in Bremen gehen wir bei diesem Konflikt sehr stark zusammen mit dem Thema Carsharing-Förderung. Hier sehen wir also ein Mobilpünktchen, eine Station im öffentlichen Straßenraum, immer ausgestattet auch mit Fahrradständern, den Fahrradbügeln, wie wir es in Bremen haben. Und auch dort so, dass die Feuerwehr rumkommt und die Fußgänger besser über die Straße kommen. Und wichtig ist dabei, in Bremen ersetzt jedes Carsharing-Auto 16 Pkw. Und man kann mit der Carsharing-Förderung vieles, sehr vieles richtig machen, eigentlich nur sehr wenig falsch. Also da gibt es auch das Prinzip, dieses zu tun. Wir haben ganz viele Stationen eingerichtet. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und sagen auch, kein Auto zu haben, erspart viel Nervkrams. Man kann sich das sparen, TÜV und Ähnliches. Und wenn hier unser Udo, der steht für Use it, don't own it, an Ölwechsel denkt, dann meint er eher die Badewanne oder den Salat als denn das Auto. Also das gehört in Bremen eindeutig zusammen. Und letzter Punkt, was wirklich wichtig ist, die lokale Kooperation. Die Fahrradzone in Bremen und auch die Fahrradzone in Deutschland würde es nicht geben, wenn nicht der ADFC in Bremen dort initiativ geworden wäre, zusammen mit der Hochschule und dann die Stadtteilpolitik und unsere Behörde dann wirklich zusammenarbeiten. Und das ist hier vor 3 Wochen bei der Eröffnung entstanden. Auch da Kooperation, also das Ernstnehmen von NGOs, das Ernstnehmen und das Kooperieren mit Forschung und der Stadtteilpolitik, ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente. Und dann können Sie Dinge auch weiter bewegen. Und das war eigentlich der kurze Überblick. Zu dem Bild kann ich nur sagen, man kann das Thema Radverkehr eigentlich gar nicht hoch genug hängen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael, für die Reise durch Bremen. Sind wir gut zurück nach Berlin und an alle anderen Städte auch. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit für Ihre Fragen und im Chat tobt eine Diskussion zu den Details der Umsetzung von Fahrradstraßen, Fahrradzonen, aber auch zum Personalmangel und ob nicht das Klimapaket auch
finanzielle Mittel für Personal zur Verfügung stellen würde, was Burkhard Storck schon mit Nein beantwortet hat im Chat. Eine ganz konkrete Frage, die dabei allerdings auftauchte, ist, dass die Maslow'sche Pyramide von Rodabil-Goffeng als Aufhänger genommen wird. In den letzten Jahrzehnten sind wir in Deutschland nie über das Grundbedürfnis Sicherheit hinausgekommen. Wenn wir den Radverkehrsanteil steigern wollen, müssen wir direkt in die Deluxe-Spitze der Pyramide gehen und eine Infrastruktur bauen, auf der die Leute wirklich Radfahren wollen. Wie kann man die Kommunen davon überzeugen, auch wenn das mehr Geld kostet? Michael, hast du darauf eine Reaktion und vielleicht auch Jorn, maybe of your experience with Rotterdam, how to convince the local authority to invest into a higher quality infrastructure, even though if this is more costly and budgets are tight? Maybe first Michael and then Jorn. Ja, ich, trotzdem wir in Bremen ja mit Geld nicht gerade gesegnet sind, würde ich sagen, dass oftmals Geld nicht das primäre Problem ist, sondern wirklich die politische Akzeptanz. Also es ist ja nicht eine Frage der Planung, sondern oftmals der Umsetzung, der politischen Umsetzung der Mehrheiten. Und ich glaube, da müssen wir noch vieles lernen. Und ich nehme gerne das Beispiel der Automobilwerbung. Schauen Sie sich an, dass dort Emotionen angesprochen werden und nicht der Verkehr. Und das ist etwas, wo wir als Kommunen noch relativ schlecht aufgestellt sind, auch dieses in den politischen Umsetzungsprozess mit einzubauen, weil wir sind in einem Konfliktbereich, die Straßenfläche ist begrenzt, wir nehmen einigen was weg und dann kommen sehr schnell die Abwehrreaktionen. Also von daher plädiere ich immer dafür, wagemutig auf sich zu fahren. Also durchaus mit Visionen ranzugehen, aber auch mal im Notfall Kompromisse in Kauf zu nehmen. Da kommen wir im politischen Umsetzungsprozess gar nicht drum rum. I saw in the chat as well the comment on that talking about fear, angst in politicians, and that's a general problem maybe. That I see in politicians around the world afraid of using the credits that their voters gave them to use those credits instead of being afraid of having some political issue. I mean, if you do your politics right, you will be thanked by your people. Maybe not at the right moment, not directly, but in the years coming. So that's a general thing that we need to educate our politicians. But I think we need to do a better job in looking for what works, what are the arguments that work for specific political parties. So we also in Rotterdam, we have, of course, the more left-wing, typical more in favor of cycling, and the more right-wing. But we see now a tendency in that the right-wing parties are very much in favor of greening the city. They do like to talk about well-being. So when we talk to them, it is really much more using the argument of what choosing for cycling does for the amount of square meters green. And now at this moment, it's really helping here is that they need to make, because of national laws, they need to add a specific amount of square meters of green, which gives a lot of momentum for cycling as well. So actually, the car-loving politicians are now actually executing cycling-friendly policies. So it's really about really listening well to what could be the right argument for which group. Thanks, Jörn, danke. Du sprichst also von den, ja, von der Arbeit an den Politikern, davon, dass in Rotterdam auch die Konservativen sich für mehr Grünflächen einsetzen und man die Gruppen mit den spezifischen Messages erreicht. Das ist ja genau Burkhards Job. Ich reagiere da gerne drauf. Ja, das ist es tatsächlich. Ich meine, es ist ganz spannend zu sehen, dass die beiden größten Programme, die wir jetzt, ich glaube, sogar weltweit haben, aus konservativen Ecken kommen, Johnson und Scheuers Haus. Ich glaube sehr, dass dieses Thema am Ende wollt ihr altengerechte Städte, ihr wollt menschengerechte Städte, ihr wollt bürgergerechte Städte, alles andere als irgendwie so ein links-grünes Thema ist. Ich glaube, das sieht man auch in kleinen Städten in Bayern sehr stark. Das ist ein sehr bürgerliches Thema und das kann auch ein sehr gutes Thema für Konservative und Bürgerliche sein. Ich empfehle immer sehr, genau das, was Jon gerade gesagt hat, auf die richtigen, mit den richtigen Botschaften zu gehen und nicht verschrecken, nicht die jeweiligen mit den falschen Botschaften verschrecken. Dass man in einer Fußgängerzone oder in einer
sehr, sehr gut mit Rad und Fuß erreichbaren Ladezeile bessere Umsätze macht als ohne, ist sicher eine Botschaft, die für die IHK total gut ist. Und so, da muss man seine Botschaften immer anpassen. Interessant, faszinierend war natürlich da in dem Zusammenhang auch Johanns initiale Beschreibung, dass das Fahrrad so viele Vorteile hat, dass Politiker oft gar nicht wissen, von welcher Seite sie die Sache am besten angehen, weil Vorteile im Gesundheitsbereich liegen, im Umweltbereich, im Mobilitätsbereich, in der sozialen Gerechtigkeit, sodass es am Ende als eines von vielen Verkehrsmitteln betrachtet wird und nicht seiner Rolle insofern gerecht wird, dass es so viele Ziele erreichen kann, sondern dann tatsächlich als Problem behandelt wird. Zielgenaue Botschaften zu vermitteln, geht auch die Frage der Visualisierung. Und die Frage geht an Manuela und Richard. Was können wir uns da abschauen? Was die Visualisierung inspiriert? Und das scheint jetzt, so wie ihr es dargestellt habt, eine gängige Praxis in den Niederlanden zu sein, viel mehr mit den visualisierten Zielen zu arbeiten. Was sollten wir uns hier abschauen? Was können wir mitnehmen? Ich würde sagen, ein Netzwerk zu visualisieren hilft für das Verständnis. Diese Prozesse, jetzt haben wir gesprochen über Widerstände, die entstehen, politische Widerstände. Und häufig ist da vielleicht auch ein falsches Verständnis dabei. Mit einem Zielbild kann man besser vermitteln, was man eigentlich meint und was man eigentlich erreichen will, anstatt mit vielen Texten, die wahrscheinlich sowieso niemand liest. Und hat man das einmal verbildlicht und ein bisschen verständlich damit erklärt, ist es auch besser zugänglich für alle, die mitmachen an diesen langen Prozessen von Ideensammlung bis schließlich zur Umsetzung der Maßnahme. Das ist ein wichtiger Schritt dazwischen, um das Verständnis von Beginn weg zu gemeinsam zu schaffen. Und die Leute, die mitdenken an diesem gesamten Prozess, von Experten bis zu Mitbürgern, das Mitdenken hilft bei diesem Verständnis. Warum geht etwas und warum geht etwas eben nicht? Und dass ein gegenseitiges Verständnis auch da sein muss von den verschiedenen Verkehrsträgern. Dass ein Auto versteht, was die Bedürfnisse eines Fahrradfahrers sind und umgekehrt. Das ist ein Beitrag dazu. Vielleicht, Richard, willst du ergänzen? Ja, das ist gut. Wir können einen Plan machen, zusammen mit den Städten in Deutschland in 2 Tagen. So wie in Amerika das Netz für Fahrräder, für Auto und für ÖPNV. Und dann visualisieren sie sich und sie brauchen ein Modell, um zu suchen, was sind die kurzen Autofahrten, zum Beispiel bei den Move-Meter. Das ist sehr überzeugend. Und dann geht man an investieren und macht das bitte. Und so, was wir wissen, wir haben gearbeitet in 40 Jahren in den Niederlanden. In den 70 Jahren haben wir eine Oil-Krise gehabt. Nun haben wir eine Covid-Krise. So, 40 Jahre ist lange her, aber Sie können das in 5 Jahre tun. Und beginnen mit Netze und beginnen mit den ersten Schritten, wo die Leute können sehen, ah, das hat Effekt, es ist besser für die Stadt und für die Erreichbarkeit. Ja, danke. Ein Thema im Miteinander ist auch die Frage nach den Pedelecs als neues, gewisserweise neues Verkehrsmittel, das schnellere Fahrrad. Und da natürlich auch die Frage, wie es außerhalb der urbanen Zentren aussieht. Eine konkrete Frage hier, gibt es in den Niederlanden spezielle Pedelec-Politik? Wer von unseren Experten kennt sich Ja, die Pedelecs und die E-Bikes. Ich schaue eine Figur aus das Buch, die E-Bike-Buch aus Deutschland. So, die meisten E-Bikes sind in Deutschland und in China und Deutschland. Und wir haben auch E-Bikes und das Problem ist nun, die älteren Leute sind mehr, das sind mehr töte Leute ins Verkehr. Die nutzen die E-Bike und haben keinen Unterricht gehabt. Die Geschwindigkeit ist hoch, aber wir haben Fahrradschnellwege, die sehr hohe Qualität haben. Nonstop, keine Konflikte mit Autos und wenige Unfälle. Und ja, in die Städte ist es eine Challenge, um das klar zu
machen? Was ist die Geschwindigkeit für die Bottlenecks? Ja, wir haben da einige Erfahrungen und wir wollen das zusammen mit Ihnen auch in Deutschland machen. Eine abschließende Frage richte ich noch an Sie. Denn dieses Webinar, da geht es um die großen Planungen, um die Vision, die wir dann umsetzen. Aber natürlich braucht man sie zuerst. Und die Vernetzung miteinander, wie jetzt heute, dass wir darüber sprechen, aber auch insbesondere die internationale Vernetzung, zu sehen, was in Großbritannien passiert, zu sehen, was bereits in Spanien ist, was aus Sevilla geworden ist. Das gibt uns möglicherweise diese Inspiration. Und Bremen ist eine der deutschen Städte, die international am besten vernetzt ist, sowohl auf politischer wie auf technischer Ebene. Deswegen, Michael, was bringt euch der Austausch mit Städten, Planern, Denkern in ganz Europa? Ja, sind das die Ideen oder sind das die konkreten Erfahrungen oder ist es tatsächlich die Inspiration, die euch helfen, voranzukommen? Also es ist eine Mischung, definitiv. Das sind sicherlich die Inspirationen, die man mitnimmt. Deswegen auch mein Ratschlag, Politik und Medien einzubinden. Man wird schwer Journalisten dazu bekommen, einen auf eine Reise zu begleiten. Manchmal funktioniert das aber auch. Aber man kann denen dann Bilder, Videos, Links geben oder auch Interviewpartner in anderen Städten, um dann die Botschaft eigentlich weiterzutragen. Das soll man nicht unterschätzen. Das Zweite ist durchaus der Austausch, was läuft gut und vielleicht manchmal noch viel wichtiger, der Austausch, was läuft nicht so gut. Weil es ist leicht, sich in einer Konferenz vor 500 Leuten hinzustellen und zu sagen, ey, total toll, wir haben da was gemacht, aber es wird sich kaum einer hinstellen und sagen, wir haben da 100.000 Euro in irgendwas versenkt, was überhaupt nicht gut funktioniert. Und das ist etwas, was man nur in dem doch sehr vertraulichen Umfeld mitbekommt oder auch, wenn wir über Prozesse reden, dass wir so ein bisschen lernen, wo sind die Widerstände gewesen, wie ist damit umgegangen worden, also Dinge, die nicht im offiziellen Protokoll immer zu finden sind, aber für die praktische Arbeit enorm hilfreich sind. Und letzter Punkt nochmal hier angesichts der Finanzlage Brems sind natürlich europäische Fördermittel auch etwas, was uns immer sehr reizt. Also das ist ein Konglomerat, aber für den Prozess ist es wirklich wichtig und wir leben in einer viel medialeren Gesellschaft als noch vor 30, 40 Jahren. Und diese Chance auf Erfahrung aus Vancouver, aus Lateinamerika, aus Asien zurückzugreifen, ist heute viel mehr gegeben. Und das sollten wir als Kommunalos auch stärker nutzen in dem politischen Prozess. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir hier in Bremen doch durchaus profitiert haben. Gerade dann natürlich auch noch unterstützt durch die räumliche Nähe zu den Niederlanden. Danke, Michael. Das kann ich natürlich nur aus tiefstem Herzen tausendfach unterschreiben, wie wichtig die Vernetzung in Städtenetzwerken oder Arbeitsgruppen auch auf internationaler Ebene ist. Ich selbst habe die letzten 9 Jahre in Brüssel in einem europäischen Städtenetzwerk gearbeitet. Daher kennen wir uns ja auch. Es sind noch einige offene Fragen im Chat. Viele davon sind sehr praktischer Natur. Das lässt mich jetzt gut überleiten dazu, dass wir heute abschließen können mit dem Wissen, wir brauchen sowohl die Vision als auch den Plan. Und dass wir in der nächsten Sitzung in einer Woche am 6. August uns die Details anschauen, wie kann man denn baulich getrennte Radwege umsetzen und was macht sichere Kreuzungen ein Herzensthema der Community vor Ort hier, würde ich sagen. Damit möchte ich mich bedanken ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten, bei Arjen für die perfekte Organisation im Hintergrund und bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Fragen, für ihre Disziplin und dass sie noch bis 4:05 dabei geblieben sind. Herzlichen Dank und allen einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss.